die Frage, wie man jetzt ganz konkret vorgeht, um zum Beispiel so ein Spektrum, das man dann hat, umzurechnen in die x- und y-Koordinaten hier im Farbdreieck, möchte ich Ihnen mal zeigen, wie man das von Hand machen würde. Und danach ist es dann so, dass das auch ein Computer dann auch übernehmen kann, diese Handarbeit. Aber wir müssen da also nochmals diese drei normierten Empfindlichkeitskurven anschauen und ich jetzt mit einem Spektrum mal versuchsweise diese Signale, diese Signalstärken anschauen. Wir nehmen uns mal ein Spektrum vor, das wir auch bereits so normiert haben, dass vielleicht die maximale Empfindlichkeit dann hier bei 100% liegt und das Spektrum soll irgendwie so aussehen, es geht da irgendwie hoch, so vielleicht, und dann wieder runter. Das wäre jetzt hier ein Farbgemisch, das irgendwie so ein Spektrum liefert. Wir wollen jetzt uns auf 10 Wellenlängen beschränken, nämlich die Wellenlängen, also die, wo wir danach diese Auswertung machen, die hier gerade diesen 20 Nanometer Schritten entspricht. Schauen wir mal hier bei, sagen wir, 700 Nanometer. Da sehen wir, das Signal vom Spektrum her ist ungefähr 0,3. Wir sehen, die Rotempfindlichkeit bei dieser Wellenlänge ist 0,75. Die Grünempfindlichkeit bei dieser Wellenlänge ist knapp 0,3. Das heißt, wir nehmen jetzt diese Signalstärke hier, das ist diese 0,32 ungefähr, und machen die für die Rotempfindlichkeit so, dass wir das multiplizieren mit dieser Empfindlichkeit, also 0,74. Und dann erhalten wir für diese Wellenlänge die Signalstärke dieses Spektrums im Rotbereich. Das gleiche machen wir im Grünbereich. Da haben wir hier das Signal, das ist ungefähr 0,28, also 0,28 mal die 0,32, die wir da haben. Das gibt die grüne Empfindlichkeit. Wenn wir das ausrechnen, muss ich erst den Taschenrechner holen. Wenn wir das mit dem Taschenrechner ausrechnen, 0,32 mal 0,74, dann erhalten wir 0,024 ungefähr für diese Rotempfindlichkeit bei dieser Wellenlänge. Also hier können wir das direkt herunterschreiben. Beim Rot haben wir 0,24, sage ich jetzt mal. Und für die grüne Empfindlichkeit habe ich jetzt hier 0,28 mal 0,32. Gibt das 0,09. Gut. Nächste Frequenz wäre hier, bei 660 Nanometer. Da ist die Kurve jetzt deutlich größer. Wir sind hier bei ungefähr 0,75. Die Rotempfindlichkeit ist nach wie vor ungefähr 0,74. Das heißt, die Rotempfindlichkeit hier wäre dann 0,75 mal diese 0,74 ungefähr. Gibt 0,55. An der Stelle haben wir 0,55 als Signalstärke der Rotzäpfchen und die Signalstärke der Grünzäpfchen. Da habe ich jetzt hier ungefähr 0,28 mal, also ähnlich wie da, mal die 0,75. Das gibt 0,21. So. Gehen wir mal ein bisschen in einen anderen Bereich, vielleicht hier. Oder, ja, sagen wir mal hier. Da ist jetzt die Rotempfindlichkeit deutlich kleiner. 0,74 geht hier runter auf ungefähr 0,22. Die Grünempfindlichkeit ist hier größer. Da sind wir hier bei etwa 0,76 oder so. Und die Kurve selbst hat bei dieser Frequenz eine Signalstärke von 0,7. Das heißt, die Rotsignalstärke bei dieser Frequenz, bei dieser Wellenlänge, heißt 0,22 mal 0,7. Das
gibt 0,15. Und die Grünempfindlichkeit ist 0,5, was haben wir da gesagt, 0,76 mal 0,7. Das gibt 0,53. Ich werde jetzt das mal durchrechnen und Ihnen nachher die Resultate zeigen und zeigen, wie man das dann umsetzt für die Farbinterpretation im Farbdreieck. So, ich habe jetzt diese Punkte hier markiert, wo das Spektrum durchgeht. Wie gesagt, das Spektrum ist da bis 1 normiert. Der maximale Wert wäre hier jetzt 1 für eine Wellenlänge. Ich habe dann auch die Empfindlichkeiten für die einzelnen Zäpfchensorten hier rausgesucht, 0,31 zum Beispiel, 0,69 hier. Habe das also hier dann in einem separaten Papier nochmals aufgetragen. Also 0,92 wäre jetzt hier die Signalstärke der Kurve. Das sind die Empfindlichkeiten, die sind ja immer gleich, das könnte man auch in eine Excel-Tabelle reingeben. Und habe dann nachher, wie ich das vorher schon gezeigt habe, jeweils die Signalstärke, die aufs Auge kommt, multipliziert mit den beiden Empfindlichkeiten und habe dann diese Zahlen bekommen. Also zum Beispiel jetzt hier 0,74 mal 0,05 gibt gerundet 0,04. 0,28, die Normfarbwert, Anteile vom Grün, mal die Signalstärke gibt 0,01. Das habe ich jetzt 10 Mal gemacht. Da gibt es nach 10 Mal die Signalstärken der Zäpfchen, Rot und Grün, für diese einzelnen Wellenlängen, die hier betrachtet wurden. Das sind diese Wellenlängen hier. Diese Signalstärken werden ja nach im nicht separat ausgewiesen, quasi dort hier weitergeleitet, sondern es gibt dann ein Summensignal der Rotzäpfchen. Das Summensignal, wenn ich das einfach hier zusammenzählen würde, wäre jetzt 2,14 fürs Rot und 1,81 fürs Grün. Jetzt habe ich aber hier 10 unterschiedliche Wellenlängen gewählt, hier in einem gleichmäßigen Raster, die jeweils maximal dann 1 ergeben könnten. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach so zusammenzähle, erhalte ich dann ein Maximum 10. Und wenn ich das Ganze prozentual haben will, muss ich diese Zahlen jetzt noch durch 10 dividieren. Dann erhalte ich also für die Rotzäpfchen ein Signal von 2,14 durch 10, also 0,214. Und für die Grünzäpfchen erhalte ich ein Signal von 1,81 durch 10, also 0,181. Und jetzt haben wir gesehen, das sind auch gleichzeitig die Koordinaten dann im Farbdreieck. Da haben wir gesagt, das Rot ist eigentlich... So, das Rot ist eigentlich das X dann und das Grün ist eigentlich das Y. Die Ergänzung wäre dann das Blau. Wenn wir mal schauen, wie groß denn das wäre, wollen wir das dann nicht brauchen. Aber wenn wir jetzt das Blau noch ausrechnen würden, muss ich jetzt hier sagen, das ist das 1 minus 2,14 minus, 1 minus 0,214 minus 0,181. Dann wird das Blau 0,605. Wir brauchen aber also nur Rot und Grün, um das zu entscheiden. Rot und Grün, also Rot ist 0,214. Das heißt, wir sind dann hier bei 0,214, also ungefähr da mit dem Rot. Grün ist 0,181. 0,181 ist ungefähr da. Wenn wir da den Schnittpunkt suchen von Rot und Grün, da kommen wir hier in so ein Hellblau hinein. Wir haben ja vorher auch gesehen, das Blau ist hier stärker vertreten mit fast 60%. Also dieses Farbgemisch, das wir uns da jetzt da dem Auge einfach erfunden haben, dieses Farbgemisch, hier diese Kurve, das Spektrum hier, das erscheint dann dem Auge so wie so ein Hellblau. Das ist das Resultat dieser kleinen Rechnung. Jetzt sehen Sie, wenn Sie jetzt diese Normfarbwertanteile mal raussuchen, aus einer Tabelle oder so, dann sind das immer die gleichen Zahlen hier. Das sind immer die da. Die könnte man im Prinzip in einen Excel-File reinspitzen und einfach sagen, ich untersuche mein Spektrum alle 20 Nanometer und was ich dann auch wirklich reingeben muss, ist das Spektrum selbst. Also ich muss da Zahlen finden für das Spektrum. Das kann dann auch
auch so ein Spektrum sein oder so ein Spektrum. Und dann ist immer die gleiche Rechnung, oder? Das mal das gibt das, das mal das gibt das. Da muss ich die Summe bilden, die Summe noch durch 10 dividieren, wenn ich 10 Spektrenbereiche, also 10 Spektralfarben genommen habe. Und dann erhalte ich das R und das G. Und dann gehe ich mit diesen beiden Zahlen hier ins Farbdreieck rein. Also eigentlich relativ einfach und sehr gut automatisierbar. Also mit einer Tabellenkalkulation ist das kein Problem. Das Einzige, was Sie dann jeweils tun müssen, ist hier das Spektrum neu angeben. Diese Zahlen, die schwarzen Zahlen da oben, die sind dann halt je nach Spektraltyp unterschiedlich.